Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Stable Online heute am Mittwoch. Ja, es hat sich jetzt ein bisschen was umgestellt am Uploadplan. Morgen wird wohl kein Star Stable kommen. Dafür werde ich dann Freitag Star Stable zwischenschieben. Donnerstag kam ja sowieso eigentlich nichts. Dafür werde ich dann am Freitag... Genau, am Freitag werde ich dann die neue Quest bringen. Und ja, dann werde ich einfach danach noch ein bisschen... Sonntag kommt ja wieder ein Stallgeflüster. Und dann werde ich hier noch ein bisschen mit dem Dino-Tal weitermachen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich jetzt gerade mit der Story noch mal ein bisschen abwarte. Aber ich möchte einfach sehr, sehr gerne das jetzt hier mit Nick freischalten. Ich muss jetzt aber noch ein bisschen warten. Weil ich nehme immer noch am gleichen Tag auf. Ich muss mal schauen. Wenn ich das irgendwie zeitlich hinbekomme, kommt vielleicht auch morgen dann schon das Update. Auf jeden Fall wundert euch nicht, es ist dann so ein bisschen durcheinander. Das heißt, ich nehme jetzt schon Folgen auf, die nach dem Update dann erst kommen werden, was nächste Woche kommt. Weil ich denke, das Update werdet ihr wahrscheinlich relativ zeitnah dann ganz gerne sehen wollen. So. Lass mich erzählen, wie es aussieht, Tiffany, damit du den Ernst der Lage verstehst. Wir befinden uns weit weg von AAEs Hauptquartier und können daher in nächster Zeit mit keinerlei finanzieller Unterstützung rechnen. Alleine das Ausfüllen der notwendigen Formulare wird mich mindestens 3 Monate kosten. Bevor das Ansuchen bearbeitet wird und die Gelder ausbezahlt werden, reden wir von einer Mindestperiode von 2,5 Jahren. Mindestens. Wir haben keine Zeit zu warten, wie du sicher verstehen wirst. Was sollen wir tun? Also, Tiffany, es liegt doch auf der Hand. Wir müssen... Nun weiß ich es. Das einzig Logische, was wir tun können, ist, den Grund hier im Lager an Krimskrams-Verkäufer zu vermieten und so Touristen anzulocken, die etwas über unsere Entdeckung erfahren möchten, etc. etc. Eine einfache Schlussfolgerung, findest du nicht auch, Tiffany? So, du verstehst also, was der nächste Schritt ist, nicht wahr? Nein? Denk logisch, das ist doch selbstverständlich. Gut, ich werde es erklären. Wir warten nur darauf, bis der Brief kommt. Welcher Brief willst du wissen? Der Brief von all den Verkäufern, die ihren Krimskrams hier verkaufen möchten, natürlich. Also gut, los jetzt mit dir. Sieh nach, ob nicht ein Brief im Briefkasten ist. Ja, wahrscheinlich hat da schon jemand geschrieben. Ja... Gucken wir einfach mal. Vielleicht bauen wir jetzt das Lager auf. Das wäre eigentlich das, was ich bräuchte, ne? Oh, der Briefkasten ist leer. Na, sowas aber auch. Da wird sie sich ja freuen. Warum? Ach, ups, ich hatte das Interface aus. Upsala. Keine Postsendungen im Briefkasten? Äußerst unlogisch. Gemäß meinen Berechnungen liegt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Brief gekommen ist, bei nahezu 100%. Aber so funktioniert die Wahrscheinlichkeitslehre. Man kann sich nie sicher sein. Das ist ja der Witz daran. Na gut, du hast ja hier genug Arbeit. Jetzt geht es nur darum, die Instandhaltung des Lagers anzupacken, bis der Brief ankommt. Leider habe ich keine Zeit, dir zu helfen. Ich muss nochmals durch meine Berechnungen gehen, um eine noch genauere Prognose abgeben zu können, wann die Post ankommt. Wirklich ganz sonderbar, das Ganze hier. Also wir haben auf jeden Fall jetzt hier Quests bei ihr. Ich weiß aber nicht, bei wem wir dann Ruf bekommen. Gewinne 200 Mal hintereinander im Lotto. Ja, wir müssen auf jeden Fall Ruf bei ihr machen, damit wir hier weitermachen können. Level 1 warten auf den Brief. Das Lager von Nick Stoneground. Gucken wir mal. Ja, das Feuer ist wieder ausgegangen. Das lese ich jetzt nicht nochmal vor, weil das ist ja dann sowieso jedes Mal das Gleiche. Und stell dir vor, wir hätten ein selbstleuchtendes... Was? Tiffany, wie erklärst du dir das hier? Ein Großteil der Fackeln, die du aufgestellt hast, sind erloschen. Wie sollen die potenziellen Forscher, die uns möglicherweise mit unserer extrem wichtigen Forschungsarbeit hier assistieren möchten, nun finden? Verzeih mir, wenn ich laut werde. Es ist ja nicht dein Fehler. Ich bin es nur nicht gewohnt, mit solch einer antiquierten Technologie zu arbeiten. Stell dir vor, wir hätten etwas Modernes wie das tragbare Kernkraftwerk, welches ich letzten Winter erfunden habe. Das könnte doch ein, sagen wir mal, selbstleuchtendes Rollband antreiben. Oh, wenn ich nur Zugang zu meinem Labor an meiner geliebten Universität hätte. Aber jetzt stehen wir nicht herum und träumen. Tiffany, du weißt, was getan werden muss. Glaube ich zumindest. Hier sind auf alle Fälle Fackeln und ein Feuerzeug, um die abgebrannten Exemplare auszutauschen. Okay, wir kriegen aber keinen Ruf hier.
Okay, also wir müssen jetzt wieder Feuerholz sammeln, das wieder da reinlegen und wir müssen die Fackeln austauschen. Okidoki Loki. Gut, da wird das wahrscheinlich jetzt die letzte Folge sogar sein, die ich aufnehmen kann am heutigen Tag. Es sei denn, ich würde doch mal übernachten. Aber eigentlich möchte ich mir die Starcoins fürs Übernachten sparen. Das sind immerhin 75 Starcoins. Das ist... Ach nee, gucke mal. Ich glaube, ich muss das... Sie hat mir das Feuerholz gegeben. Ja, wo hat sie das denn her? War sie etwa Holz sammeln? Das ist scheinbar das falsche Feuerzeug. Hä? Ja, welches Feuerzeug denn nu? Ach, ich muss absteigen. Okay, gut. Dann steigen wir halt einmal kurz ab. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich das hier nicht sogar wirklich gemacht haben muss. Um diese Verkaufsstände hier freizuschalten. Das kann schon gut sein, dass ich das da machen muss. Ja, dann würde ich schauen, dass ich das jetzt auf jeden Fall jeden Tag einmal abschließe. Das muss ich ja nicht mit euch machen. Das kann ich ja auch ohne euch machen. Ich habe jetzt sowieso geplant, dass ich halt mehr Star Stable bringe als jetzt die letzte Zeit. Weil ich einfach jetzt gerade Zeit habe. Hatte ich das jetzt schon in der Folge gesagt? Ich bin ja jetzt im Moment wieder ohne feste Anstellung. Ich mache jetzt gerade wieder nur YouTube. Suche aber was Neues. Also nur YouTube reicht einfach nicht. Das funktioniert nicht. Aber ich möchte natürlich jetzt schauen, dass ich, wenn ich die Zeit schon habe, dass ich endlich mal wieder so viel Zeit in den Kanal rein investieren kann und in Twitch, wie ich gerne würde. Was ja die letzten Monate einfach nicht ging, weil ich auch mal sehr, sehr spät erst zu Hause war. Ich gucke jetzt auch nach einer Arbeitsstelle mit anderen Zeiten. Das war zwar mega cool, den Freitag immer frei zu haben. Aber ansonsten war es halt Montag, Dienstag, Mittwoch immer sehr, sehr doof, wenn ich dann wirklich erst um 9 Uhr anfangen konnte und dann dafür auch erst um 18 Uhr zu Hause war. Das war schon blöd. Weil mit so einer späten Zeit, wenn man so spät nach Hause kommt, da kann man nicht mehr so viel mit anfangen. Diejenigen, die auch so Arbeitszeiten haben, die werden wissen, was ich meine. Das ist halt einfach dann ein bisschen doof. Und wenn ich jetzt schon die Möglichkeit habe, was anderes zu suchen, dann werde ich das auch definitiv so versuchen. So, also, Feuer ist wieder an. Wie gesagt, das lese ich jetzt nicht vor, weil das ist... So. Gut, ja. Das bringt zum Glück relativ viel. Mehr können wir hier jetzt gerade im Dinotal nicht machen. Wir haben hier das noch von Nick und wir haben hier die Aufgabe von Professor Dr. Einstein. ja, das heißt, ich werde mich jetzt auf den Rückweg begeben und dann könnten wir vielleicht könnten wir noch die Quest bei Farah eben angehen. Denn bei Farah habe ich jetzt auch schon relativ lange, ich glaube zwei weitere Stufen abgeschlossen beim Ruf. Und da würde ich nämlich auch ganz gerne mal noch weitermachen. Ich weiß nicht, ob ich dadurch dann noch irgendwas Neues freischalte. Da bin ich gerade überfragt. Aber ich würde ganz gerne mal gucken. Und da wir ja jetzt sowieso gerade in der Nähe von Veildale sind, lohnt sich das ja eigentlich. Und ich frage mich nach wie vor, warum das Pferd hier in dem Aufzug kein Zaumzeug trägt. Ist euch das auch schon aufgefallen? Die Pferde tragen hier im Aufzug ins Dinotal runter oder hier wieder rauf, wenn man raus möchte, tragen die einfach kein Zaumzeug. Auch irgendwie interessant. Vielleicht ist das eine Sicherheitsvorkehrung, dass man seinem Pferd das Zaumzeug runterziehen muss. I don't know, ich weiß es nicht. So. Es wird wieder ein bisschen wärmer, das heißt, wir können ja den Helm tragen. Trotzdem sind wir... Ja, es ist schon fast herbstlich, es ist schon fast winterlich eigentlich, wie wir angezogen sind. Eigentlich ist es tatsächlich schon fast winterlich. Vor allen Dingen mit den dicken Stiefeln. Ich zieh mal hier die Stiefeletten an, dann habe ich es ein bisschen kühler. So, Farah. Ja, da geht die Story-Quest weiter, aber wir reiten jetzt erstmal zu Farah. So. Ja, übrigens, der Tisch hat sich gedreht. Das ist ein bisschen komisch. Weg des Lehrlings 3. Mir haben Kunden geschrieben, wie dankbar sie für all die Waren sind, die du herstellst und auslieferst. Dein Ruf und deine Fähigkeiten werden immer besser. An den Arbeitsstationen warten neue Anleitungen auf dich. Probier sie aus, wenn du Zeit hast. Ich freue mich schon auf die Ergebnisse. Ja, und Weg des Lehrlings 4 haben wir auch schon.
Bei den Druiden hier in Veildale fühle ich mich so willkommen, aber hier geht auch viel vor sich, was ich nicht verstehe. Wenn es irgendetwas gibt, das ich tun kann, um dabei zu helfen, Jorvik zu einem sicheren Ort zu machen, wäre ich sofort dabei. Ich hoffe, das wissen Sie. So wie ich weiß, dass ich auf deine Hilfe in der Werkstatt zählen kann. Wir haben zusammen schon so viel erreicht, Tiffany. An den Arbeitsstationen findest du neue Anleitungen für Ausrüstung. Die Entwürfe stammen von meiner Oma. Ich hoffe, du findest sie so inspirierend wie ich. Und eieiei, was für eine Überraschung. Ich habe schon eine Weile keinen Pieps mehr von Tobi gehört. Ich hoffe, es geht ihr gut. Sehen wir nach ihr. Vielleicht hat sie ja jetzt ihren Nachwuchs bekommen. Erinnert ihr euch noch, da war das doch mit dem Nachwuchs. Wo müssen wir denn dahin? Müssen wir Farah folgen oder? Ach, die war da hinten bei einem Baum, oder? Halten wir ihr mal ganz gemütlich hinterher. Oh, ist da ein Hufeisen? Ein Geburtstagshufeisen. Ja, jetzt ist ja für heute der letzte Tag des Geburtstags. Wahrscheinlich, wenn ihr die Folge seht, ist es wahrscheinlich schon durch. Ich muss die Items auch noch eintauschen. Oha. Huhu. Was ist los, Tobi? Oh, tip, tip, tip. Ach, wie süß. Tobi, du hast das wunderschönste Ding von allen erschaffen. Ein Baby. Glückwunsch, Tobi. Wenn das Küken erstmal groß ist, wird es ganz schön voll in der Werkstatt. Und gibt es genug Mäuse für zwei? Das ist eine tolle Idee. Tobi sagt, wenn das Baby ausgewachsen ist, könntest du ihm doch ein neues Zuhause geben, Tiffany. Ja, eine Eule. Das ist cool. Es wird noch etwas dauern, bis das Küken das Nest verlassen kann. Bis dahin, hilf mir bitte weiter in der Werkstatt, um sie noch erfolgreicher zu machen. Als ich mit dieser Werkstatt begonnen habe, war ich besorgt über die Auswirkungen auf die Umwelt, die das Liefern von Waren auf Jorvik haben würde. Aber dank Partnern wie dir und Sapphire Diamond können wir schnell und umweltfreundlich liefern. Dabei fällt mir ein, benutzt du denn auch die Neon-Sattler-Station, um Ausrüstung herzustellen? Vielleicht bist du ja bereit für neue Anleitungen. Stelle weiter Dinge her und hilf mit, das Geschäft weiter aufzubauen. Dann verdienst du dir auch noch mehr Anleitungen für Gegenstände, die du und dein Pferd benutzen können. Ja, Weg des Lehrlings 5 habe ich jetzt abgeschlossen. Schon wieder so eine blöde Mücke. Jetzt muss ich erstmal wieder gucken, dass ich wieder Sachen herstelle. Was haben wir denn jetzt hier mittlerweile bekommen? Rosal. Was haben wir hier sonst noch so? Ach, krabbelt mir die Mücke in die Nase rein. Das gibt's doch nicht. Gamaschen. Die sehen so geschmiedet aus. Ach ja, und das sind unsere Sachen. Ja gut, damit werde ich mich dann mal noch wann anders beschäftigen. Ich verabschiede mich jetzt für heute erstmal. Und wenn dann nachher das Update kommt, dann gucke ich da auch mal rein. Es soll ja ein Springparcours kommen. Mal schauen, ob der mal wieder durchgehend bleibt. Lassen wir uns überraschen. Ja, damit machen wir dann entweder, wie gesagt, morgen oder übermorgen weiter. Je nachdem, wie ich es dann schaffe zeitlich. Und ja, Sonntag auf jeden Fall das Stallgeflüster. Samstag kommt nochmal, entweder je nachdem, wie lange uns der Springparcours beschäftigt, entweder dazu noch eine weitere Folge oder aber es geht im Dino-Tal weiter. Lassen wir uns überraschen. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Danke, dass du dabei gewesen bist und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!